Es gibt da ganz einfache Übungen, mit denen man seine Flugangst bekämpfen kann. Schultern bis zu den Ohren hochziehen, einatmen, 10 Sekunden Luft anhalten. Beim Ausatmen die Schultern wieder entspannen. Nach 5-mal Wiederholung sollte man sich entspannter fühlen. Wichtig auch bei Flugangst, immer am Mittelgang sitzen. Das Wichtigste aber insgesamt, darüber reden. Mit Freunden, mit Mitreisenden. Ist die Angst einmal ausgesprochen, dann ist schon vieles leichter. Auch das Streicheln des Bauches mit kreisförmigen Bewegungen kann beruhigend wirken. Ob's nützt? Auf jeden Fall ist es gut, sich seine Angst einzugestehen, sie sich bewusst zu machen und bewusst dagegen anzugehen. Wenn das nichts nützt, dann hilft vielleicht eine Portion Gottvertrauen, wie es Margot Käßmann bei ihrem persönlichen Fall einmal formuliert hat. Man fällt nicht tiefer als in Gottes Hand. Nun fällt man in einem Flugzeug bekanntlich sehr tief, tausende von Metern, wenn man wirklich Pech hat. Aber dieser Fall ist bekanntlich unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto. Und wenn er dann doch eintritt, dann ist da ja so der alte christliche Glaube Gott, der uns auffängt. Wie er das macht und wo, das wissen wir nicht. Wir können nur hoffen. Bis dahin gilt weiterhin Schultern hochziehen und tief einatmen.